Champagner-Dusche vom ADAC GT4-Germany-Rennen. Deswegen haben wir ein paar Minuten Verspätung gehabt. Gab ein bisschen Regen, gab noch eine Rotunterbrechung. Ja, und so ein bisschen zerzaust bin ich auch nach dem Regen. Aber egal, jetzt geht's los. PS on Air, die Beach Party, die ein bisschen ins Wasser fällt aus Zandvoort. Also, dranbleiben. So, ready to go. Die Trophy-Wertung läuft auch noch, aber wir fangen an. ADAC GT Masters. Was war das heute für ein Kracherrennen in Zandvoort? Zandvoort nach dem Umbau hat ja immer so ein bisschen was gehabt, dass man tolle Rennen sieht. Aber egal, wir reden drüber, über das, was passiert ist, bevor das Rennen losgegangen ist. Und damit willkommen zu PS on Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk. Normalerweise stehe ich hier, moderiere ganz entspannt durch und die Gäste kommen nach und nach auf unsere Couch. Aber diesen ersten Moment, den ich erleben muss, das ist ja fast schon so ein bisschen, so einmal auf die Totale umschalten, liebe Regie bitte. Genau, einmal die Totale. Ist ja so ein bisschen Therapiestunde, die wir jetzt machen müssen. Deswegen freuen wir uns, den ersten Gast begrüßen zu dürfen bei mir. Und das ist der Mann, der eigentlich irgendwie, komm Jan, setz dich zu mir, der, glaube ich, keinen so einen tollen Renntag hatte. Erstmal willkommen, Jan. Schön, dass du dennoch sagst, okay, ich stelle mich dieser Aufgabe. Das Mikro nehmen wir mal weg. Das machen wir jetzt hier so in so einer kleinen Therapiesitzung. Wie geht's dir? Wieder gut, wieder besser auf jeden Fall. War schon ein harter Tag, auf jeden Fall. Also den Tag, lass uns den mal so rekapitulieren. Das ging los heute Morgen mit der Qualifikation, wo, wenn man gut war, am Anfang rausgefahren ist und sich in die erste Startreihe buxiert hat, oder? Ja, heute Morgen war mega, mega Strategie von Alex, meinem Ingenieur, der gesagt hat, nee, wir fahren jetzt durch, Regen wird kommen. Ja, hat sich ausgezahlt, hatte sogar noch echt einen großen Fehler drin, weil ich in der letzten Kurve über die Bodenwelle den Schaltwirbel gezogen habe, aus Versehen, und dann im vierten Gang da rausgefahren bin. Hat auch nochmal richtig was gekostet. Aber ja, Quali war mega, dann natürlich sehr, sehr hohe Erwartungen gehabt ans Rennen. Ich meine, es ist ja immer schwer hier zu überholen, jetzt egal ob es trocken oder nass ist. Von daher, ja, war mehr oder weniger schon das Podium sicher geglaubt und dann, kam es nicht weit. Und dann ging es los. Vom Rennstart hat es noch mal geregnet. Es war die Frage, Slick oder Regenreifen. Die Strecke war feucht. Wir haben das gerade bei der GT4 Germany gesehen. Das waren echt schwierige Bedingungen. Und dann geht irgendwann der Countdown. Du sitzt im Auto 3 Minuten, 1 Minute. Du bist alleine. Du kannst niemanden mehr fragen. Niemand kann dir helfen. Und was ist dann passiert? Ja, also erstmal, ich denke, die Slicks waren auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wie man auch später gesehen hat. Es wurde super schnell trocken. Und klar, hat noch mit auf den Weg bekommen, sei vorsichtig, es wird sehr glatt sein. Wir hatten noch 4 neue Reifen drauf, also hat natürlich auch nicht geholfen, weil die nochmal echt richtig oder schon nochmal ein gutes Stück rutschiger sind, als wenn die schon mal im Quali gefahren wurden. Bin ich durch die erste Kurve durch, wollte ein bisschen fühlen, bin schon ein bisschen aufs Gas gegangen, wie so der Grip ist, habe so gemerkt, okay, das ist echt richtig rutschig. Und ich habe mir wirklich dann noch gedacht, okay, jetzt im Linksweg ein bisschen ruhiger machen. Ja, und dann kam der klassische Gegenpendler. Wir schauen uns das nochmal gemeinsam an. Hast du schon mal gesehen seitdem? Ich habe es einmal gesehen, von innen und von außen. Lass uns mal abschieben. Wir sehen, das ist das Endresultat. Das, was ich als erstes gesehen habe und habe nur gedacht, der arme Junge, das darf nicht wahr sein. Ja, es war richtig hart. Also ich denke, es war der härteste Tag meines Lebens heute, weil, ja klar, nach so einem Moment ist saß sehr ungläubig im Auto. Dieser leichte Linksknick, dann dieser Einschlag vorne und dann, wir sehen auch gleich noch die Onboard, dann hat das ja auch einen Moment für dich im Auto gedauert, bis du realisiert hast, scheiße, was ist gerade hier passiert? Ja, ich habe das überhaupt nicht realisiert, ich habe es überhaupt nicht verstehen können. Ich saß da wirklich erstmal ein paar Sekunden komplett ungläubig drin. Ja, und dann denkst du halt auch, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Lass nochmal die Onboard. Die Schaltwippen, ja, du fängst an, guckst nochmal in den Spiegel und dann kommt dieser Moment, Versuch gegenzulenken, Einschlag, jetzt steht das Auto und jetzt, du guckst rechts, du guckst links, du hast gehofft, dass sich irgendjemand aus diesem Traum holt, oder? Ja, aber ehrlich, ich hatte gehofft, ich hätte wie bei Forza oder so einen Button, wo ich einmal 5 Sekunden zurückgehen kann. Ja, mir fehlen jetzt immer noch die Worte. Du musst mal kurz das Mikrofon halten, halt mal kurz und erzähl mal kurz was. Ich mache jetzt Freestyle. Ich mache einfach Freestyle. Ja, in so einem Moment denkst du dir dann auch nur,
wie kann ich so blöd sein? Dann saß ich da wirklich sehr ungläubig drin und ich konnte es einfach nicht fassen. Also, ich habe das vorhin nochmal rausgesucht. Jetzt muss die Regie das gleich mal umschalten auf mein Telefon. Ich habe das extra nochmal rausgesucht, weil... kann man das jetzt abspielen? Genau. Alarm Prost 1991 in Imola. Und Gerhard Berger damals mit McLaren. Da kann ich mich noch als Kind dran erinnern. Da habe ich Formel 1 geschaut. Alarm Prost stand mit Slicks in Imola vor diesem Riesenberg, wo die ganzen Fans stehen. Und war das Rennen für ihn zu Ende. Du bist nicht alleine mit so einer Nummer. Und ich finde das ja richtig klasse. Also mehr brauchen wir gar nicht zeigen. Das ist schon durch, das Ding. Ich finde das ja klasse, dass du gesagt hast, ich habe vorhin dir geschrieben. Dann habe ich mit Philipp kurz telefoniert. Komm vorbei, lass uns darüber reden. Weil das ist ja, du musst das den Menschen ja auch erklären. Das ist ja nicht, weil du zu doof bist, um Auto zu fahren. Du warst Zweitschnellster. Das ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann passiert sowas und du kannst nichts machen. Ja, es war wahnsinnig unglücklich, vor allem auch, weil ich, sage ich mal, vielleicht ein bisschen die Erfahrung gefehlt und ich halt mit Gas und Bremse gleichzeitig gefahren bin, um halt Temperaturen in die Bremse zu bringen, Temperaturen in die Reifen zu bringen und dann halt einfach sozusagen die Bremskraft nicht mehr gereicht hat und hinten der Wheelspin kam. Und wenn du dann die Bremse hältst, dann fängt sich das Auto halt auch nicht mehr. Und ja, das Einzige, was, sage ich mal, ein bisschen geholfen hat, ist, dass wirklich durch die Bank weg jeder gesagt hat, ja, ist mir da passiert. Also das ist im Endeffekt... wohl einmal im Leben auf jeden Fall passiert sowas. Ist ein Lernprozess, Haken dran, Blick nach vorne, morgen fährt Dani Junkadeja das Qualifying und dann sehen wir uns auf dem Podium. Ja, auf jeden Fall. Dani war richtig stark das ganze Wochenende und ja, ist gut, dass es jetzt so einen zweiten Tag gibt, weil so nach Hause zu fahren wär nicht so schön. Und ich finde es klasse, dass du gekommen bist und Kopf hoch, Alarm Prost. Das ist der Professor. Also wenn das einer wissen müsste, dann eher, dass man sowas nicht macht. Danke dir, dass ich kommen durfte. Jan Marszałkowski, das war ein harter Tag und er geht mit einem Lächeln im Gesicht zu Ende. Schön, dass wir da vielleicht ein bisschen zu beitragen konnten. Ja, danke dir. Dann Abgang und ich stelle mich hin, um meine nächsten beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Ja, wie gesagt, ist ein wilder Tag und jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass wir das hier richtig sortieren, ja, dass wir hier weitermachen. Wir haben jemanden, der ist als Gaststarter dabei, den kennt man, wenn man ADAC GT Masters kennt, natürlich bestens. Und der war als Gaststarter für Mad Panda unterwegs, heißt Maximilian Götz. Und den begrüßen wir jetzt, dass er natürlich gesagt hat, er kommt auf jeden Fall kurz hier vorbei. Und wenn Maxi Götz kommt, dann kommt er immer mit Anhang. Hat einen fünffachen Surf-Weltmeister an seiner Seite, der Philipp. Und begrüßt euch erstmal. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, kurz vorbeizukommen. Maxi, wie geht's dir? Du, sehr gut. Es hat Spaß gemacht heute im Rennen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es ein bisschen enttäuschend, aber uns geht es immer gut hier in Sandorf, obwohl Regen ist und sonst was. Aber wir hatten schon gestern viel Spaß und ich glaube, du heute auch auf der Rennstrecke. Also immer schön hier in Sandfort. Philipp, dich müssen wir natürlich fragen, was macht ein fünffacher Surf-Weltmeister beim ADAC GT Masters? Ein breites Grinsen. Du hattest einen schönen Tag, oder? Ja, ich hatte einen super Tag. Natürlich, Motorsport ist groß bei mir. Also ich finde es sehr, sehr toll und... ja, also man kann es auch ein bisschen vergleichen zum Windsurfen. Also Adrenalin ist natürlich dabei. Und ja, es bringt einfach unheimlich viel Spaß. Also ich denke mal, das ist sehr, sehr cool. Ihr müsst richtig die Welle surfen. Hier muss man richtig den Asphalt surfen. Das sind ja schon ein paar Gemeinsamkeiten. Euch hat man gemeinsam aufs Wasser geschickt. Da haben wir ein paar Bilder zu vorbereitet, beziehungsweise dass es eine Matz, die gelaufen ist. Stand-up-Paddle war das ja. Das ist so ein Anfang, um mit dem Surfen, mit der Welle irgendwie vertraut zu werden. Nimm uns da mal mit, was da passiert ist genau. Ja, also das Stand-up-Paddling ist jetzt nicht genau Windsurfen, aber trotzdem, man braucht ein bisschen Gleichgewicht. Und wenn es ein bisschen kappelig ist, wird es schon relativ schwierig. Ja, ist eine tolle Sportart, wenn jetzt kein Wind da ist. Dann macht man das als Training, aber sonst bin ich lieber auf dem Windsurfer. Du hast heute das 1-Minuten-Schild hochgehalten, Philipp. Gentlemen, start your engines, beziehungsweise dass es losgeht. Wenn dann die ganzen Boliden den Motor anzünden, gibt es irgendjemanden, dem du die Daumen gedrückt hast? Besonders, wo du sagst, ah, ich habe eh schon ein bisschen Bock auf Porsche oder bin eher so der Mercedes-AMG-Typ oder sagst du, nee, BMW ist meine Marke? Nee, also dann auf jeden Fall Max. Den habe ich ja gestern kennengelernt. Und auch Albert Balboa. Ja. War schon cool, mit den beiden auf dem Wasser zu sein und heute anzufeuern. Ja, Albert war ja ein bisschen schnell dran am Start. Ne? Der musste eine kleine Strafe absitzen, weil er ein bisschen zu früh das Gaspedal durchgedrückt hat. Maxi, zurück nach einem Titel, den du in der DTM eingefahren hast. Du bist zweifacher ADAC GT Masters Champion. Du bist jetzt amtierender DTM Champion. Ordentlich, oder?
Kann man lassen. Ich meine, ich liebe die GT Masters. Ich verbinde ganz viel mit der GT Masters. Ich habe hier meine ganz großen Erfolge auch eingefahren und hatte eine ganz, ganz tolle Zeit. Über 123 Rennen mittlerweile müssten es sein. Wow. Oder sonst was. Also ich bin auf P5 des Rankings. Also schon viel Zeit hier verbracht und immer wieder schön auch zurückzukehren. Aber ich muss schon sagen, letztes Jahr in der DTM, ich meine, was will man mehr erreichen im GT-Sport in dem Fall? Hättest eigentlich Ende letzten Jahres am Nürburgring aufhören müssen mit deiner Karriere. Eigentlich, aber da bin ich noch zu jung für. Also ich meine, ich bin jetzt 36, auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ich wollte nicht auf Nico Rosberg machen. Also, geht nicht immer und geht nicht über. Haben mich viele gefragt, magst du jetzt auf Nico Rosberg? Sage ich, nee, auf keinen Fall, ich fahre weiter. Und natürlich, dieses Jahr ist jetzt natürlich immer als Titelverteidiger der Druck oder die Augen, die auf dich gerichtet sind, natürlich immer schon mehr und groß, aber ich versuche mein Bestes zu geben und natürlich hatte ich jetzt keinen leichten Start bis jetzt, aber wir wissen, wo das Problem liegt und die Pace im Rennen war immer gut. Ich hatte jetzt auch in Imola zum Beispiel ein cooles Rennen, das war schon richtig cool, aber als Qualifying müssen wir ein bisschen nach vorne kommen und dann steht dem Ganzen nichts im Wege, aber mich freut es sehr, wieder hier dabei zu sein. Wenn alle nach dem ersten Weltmeistertitel aufhören würden, dann würde Philipp nicht mit 5 WM-Titeln hier sitzen. Deine Karriere ist noch aktiv, du arbeitest ganz, ganz hart am 6. WM-Titel, oder? Genau, also ich arbeite sehr doll daran. 6. Titel wäre natürlich am besten. Sehr, sehr schön, aber jetzt dieses Jahr haben wir leider nur 3 Events. Kap Verden ist schon geschehen, bin ich leider Letzter geworden, da überhaupt kein Wind war, keine Welle. Und jetzt Gran Canaria natürlich, mein Lieblingsevent, wo sehr starker Wind ist. Also wenn kein Wind ist, dann ist es schon auch schwierig, den richtigen Rhythmus zu finden und da die Welle zu surfen. Genau, ohne Wind geht es einfach nicht und ich habe einfach Pech gehabt. Passiert im Sport, muss man drum weg. Und, gibt einfach Tage, da läuft scheiße. Ja, passiert einfach mal. Ich habe viel Glück gehabt in letzter Zeit, aber ja, dieses Jahr sieht es nicht so danach aus. Also, es ist schön, das Grinsen zu sehen und du bist morgen auch noch da? Nee, morgen leider nicht. Heute war mein letzter Tag hier, aber ich habe es genossen. Es war sehr, sehr toll, da zu sein und das alles zu sehen. Auch behind the scenes war sehr, sehr cool. Ja, das ist schon klasse, ne? Wenn man so in die Boxen reinkommt. Wir sind ja auch mit PS On Air mittendrin, Jost Sportwagentechnik. Die sind schon draußen, die haben sich schon aufgebaut, weil wir gleich noch auch dieses Boxenstopp-Thema mal zeigen wollen. Du kennst es aus der DTM, da gibt es Performance-Boxenstopp, aber im GT Masters nicht. Dennoch war das heute bei euch auch ein Thema, Maxi. Ihr seid als Dritter losgefahren, beziehungsweise aus der zweiten Startreihe, aber habt euch für den Regenreifen entschieden als einer von zwei und es war der falsche, die falsche Entscheidung leider, oder? Ja, genau, also im Qualifying haben wir genau das Richtige entschieden, da war so die Diskussion, warten wir in der Box oder fahren wir direkt eine Zeit, ich habe gesagt raus, Luftdruck anpassen und Attacke machen, dahin kommt schlechtes Wetter und genau so war es. Da waren ja einige dabei, die haben gewartet und dann war es zu spät. Und man sieht es hier, der Start war natürlich gut. Ja, mit Regenreifen gegenüber der Slick-Konkurrenz, ja. Siehst du direkt, es wurde so schnell trocken, der Asphalt war warm. Ich habe es noch gesagt, hey, Asphalt ist warm, dahin kommt die Sonne raus. Ist es die richtige Entscheidung? Ja, nein. Und dann hat der Fahrer und auch das Team entschieden, nein, wir fahren auf Regenreifen. Mein Gefühl war Slick. Und man sieht es hier, wir werden aufgefressen quasi. Und wenn der Reifen mal eine gewisse Temperatur hat, dann hast du keine Chance, dann bist du nur am Rutschen. Er versucht hier zu verteidigen mit aller Gewalt, weil er weiß, er muss eigentlich vorne bleiben. Ja. Aber hier in den schnellen Passagen siehst du schon, dass das Auto anfängt zu schwimmen. Und wir werden tatsächlich aufgefressen. Sag uns mal, wie groß ist denn der Rundenzeitunterschied, wenn du mit einem Slick und mit einem Regenreifen bei trockener Strecke fährst? Kann man das sagen? 15? Also ich schätze mal so, ja, also auf jeden Fall mal 10 Sekunden hier, 5 bis 10 Sekunden auf jeden Fall. Und das ist bei einem Feld, wo normalerweise 25 Autos in einer halben Sekunde sind. Unfassbar, also das ist eine andere Welt, ja. Das ist wie schwarz und weiß. Und wir haben dann relativ schnell entschieden nach der zweiten Runde, es macht überhaupt keinen Sinn, weil wir hätten noch 20 Minuten fahren müssen. Das hätten wir niemals überlegt und haben mal gesagt, okay, zweite Runde, das Rennen ist quasi nicht gelaufen, aber umso früher wir stoppen jetzt, desto weniger Schaden kriegen wir vielleicht und dann haben wir früh gestoppt, aber natürlich, du fährst im Feld hinterher, ist keine Chance, aber ich wollte einfach auch nochmal für mich das Auto checken und einen Rhythmus finden, auch für morgen fürs Rennen und am Ende war unsere Pace wirklich gut und haben noch ein bisschen was gelernt heute im Rennen, auch was das Thema Reifenluftdruck auf den Longrun angeht für morgen und ich glaube, ja, wir werden heute auf jeden Fall ums Podium mitgefahren, wenn das Team am Anfang die richtigen Reifen drauf gehabt hätte. Aber hätte, wäre, wenn, gibt's nicht. Er hat ab und zu keinen Wind. Wir hatten die falschen Reifen. Der andere Kollege haut das Ding in der Einführungsrunde weg. Also, das ist Sport und das gehört irgendwo dazu. Mund abputzen, morgen geht's weiter. Euch erstmal vielen, vielen Dank, Philipp. Daumen drücken für den 6. WM-Titel. Auch wenn es vielleicht dieses Jahr nichts wird, aber im nächsten Jahr mit Sicherheit. Und wie sagt man bei den Surfern, immer gut Wind oder was ist da so? Ja, hang loose.
Hang loose. Hang loose finde ich irgendwie sehr, sehr lässig. Und Maxi Götz, morgen nicht Hang loose, sondern Hang Attacke. Und dann schauen wir mal. Ihr könnt einfach Mikro ablegen. Macht's gut. Euch bedanken, anständig winken und Tschüss sagen. Weil wir, ich habe ja gesagt, dieses Boxenstopp-Thema ist ja im ADAC GT Masters eigentlich keine große Geschichte. Da geht es nicht wirklich drum. Jetzt muss ich hier mal meine mobile Kamera vorbereiten. Ist natürlich so. Haben wir gesagt, wir wollen... Guck mal, wenn du jetzt umschaltest, geht das jetzt so? Genau, geht doch so. Ja, machen wir mit der Einblendung. Ist uns doch relativ wurscht, oder? Das machen wir ganz entspannt. Gucken wir mal, die Jos Sportwagentechnik-Mannschaft hat hier nebendran nämlich sich schon mal aufgestellt. Da haben wir den Luca und, also das ist Marvin, und wir haben Luca. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie so ein Boxenstopp vonstatten geht. Es sind nämlich 4 Reifen, die gewechselt werden müssen. Das ist richtig, lieber Marvin. 4 Reifen und nur 2 Mechaniker. Einer, der den Schlagschrauber benutzt. Wir machen das jetzt mal hier mit der Akku-Variante, weil Regen, nass, und wir wollen uns jetzt auch nicht großartig verletzen. Aber mit Luca nur ein bisschen verletzen. Einen, der die Luftlanze steckt und dann Reifen steckt. Die Reifen schleppt. Also Reifen steckt und Reifen schleppt. Ja. Wollen wir das einfach mal angehen? Ja, Auto kommt quasi an. Es muss jemand runter. Das mache ich doch. Runterzählen kann ich doch. Wenn ich eins kann, dann ist das Zählen. Seid ihr soweit klar? Hinter der weißen Linie ist ja auch wichtig im Reglement, dass man da schön dahinter steht. Auto kommt jetzt quasi angefahren. Ihr seht es in die Boxengasse reinfahren. 3, 2, 1 steht und los geht's. So, erstmal die Luftlanze, dann geht das Auto mit dem Stempel nach oben. Und dann fangen Sie auf der anderen Seite. Fangen Sie auf der anderen Seite an, die Räder runter zu machen. Dann kommen Sie mit dem Rad angelaufen hier. Und dann geht's hier weiter. Rad runter, durch die Beine weg. Das nächste draufstecken, abmachen, draufstecken, ja, nicht in die Karosserie hauen, Auto ablassen, jetzt steckt die Nuss, aber das wären jetzt der Boxenstopp gewesen. Im Idealfall so 25 Sekunden. Ja, 25 sind gut. Der perfekte wäre, sage ich, 23, 24. Also 2 Mechaniker und 24 Sekunden. Ich finde, das ist schon richtig amtlich und richtig ordentlich. Und wir haben mal gesehen, ja, kommt schon der Nächste, der hier langläuft, wie so ein Boxenstopp aussieht. Vielen Dank dafür. Und PSVR hat ja auch den Boxenstopp mal erfunden, ne? So diesen Performance-Boxenstopp in der Sendung. Wir werden das, glaube ich, zur 50. Sendung am Nürburgring mal wieder einführen, und da haben wir eh ein bisschen was vor. Also. Ja gut, aber das Problem ist, dann seid ihr euren Job morgen los. Also Michi Joos, der Teamchef, wir üben noch ein bisschen, aber wir machen jetzt erstmal Sendung und dann kommen wir nachher nochmal zu euch zurück und sagen erstmal vielen Dank für den Moment für die Joos Sportwagentechnik-Mannschaft. Dankeschön erstmal. Vielen, vielen Dank. Und dann sind wir hier zurück und ja, freuen uns auf die nächste Runde der Gäste. Also Platz nehmen, nachdem wir den Pechvogel von heute hatten, nachdem wir mit den Menschen gesprochen haben, die als Gaststarter vorbeischauen, ein 5-facher Surfweltmeister, ja, gibt es auch Grund zu grinsen für die Mannschaft von East Talent Racing. Platz 3 und das Podium heute für Simon Reicher, Norbert Siedler, die jetzt Platz nehmen hier bei PSVR, der Ravenol ADAC GT Masters Talk, und Rede und Antwort stehen nach, glaube ich, einem richtig geilen Renntag für euch. Oder kann man das so sagen? War ein geiler Tag? Ja, das kann man definitiv so sagen. Also Simon hat einen super Job gemacht im Qualifying mit P6. Rennen natürlich erster Stint auf P3 nach vorne. Jetzt erzählst du ja schon alles. Rennen zusammengefasst in einem Satz, das ist der Österreicher, das ist das Talent der Österreicher. Simon, du hast die Aufgabe im Qualifying gehabt. Und es war ja klar, also für einige klar, dass es vom Wetter her schwierig werden könnte. Für andere war klar, dass es irgendwie trocken bleibt. Wer hat bei euch denn die richtige Entscheidung gemacht, draußen zu bleiben und am Anfang dieser 20 Minuten die Zeit zu setzen? Na, bei uns war das eigentlich von Anfang an klar. Unser Renningenieur hat gesagt, wir dann da kein Risiko eingehen, wir machen jetzt halt einfach auf sichere Pace, weil wir immer den Regenradar im Blick gehabt haben, und wir haben gewusst, dass es zum Tröpfeln anfängt, auf jeden Fall, wie stark dann wird, haben wir es nicht gewusst. Und haben einfach gesagt, wir fahren gleich raus, wir schauen, dass wir unsere Runde bringen, dass wir schauen, möglichst schnell auf Zeit zu kommen, aber wenn wir jetzt einen Reifen nicht super anfahren oder wie auch immer. Und dann haben wir einfach geschaut, dass das funktioniert, und in meiner Runde war es dann schon so, dass es leicht genieselt hat, und die Runde drauf war dann schon wirklich Regen in Turn 8, 9, und da hast du dann gewusst, da geht nichts mehr. Wie schwierig ist dann in dem Moment, wenn du mit Slicks da ankommst, dann zu lesen, okay, jetzt ist der Asphalt zu rutschig, ich muss 10 km/h langsamer fahren. Wer gibt einem dieses Gefühl als Rennfahrer?
Ja, prinzipiell einmal kommt einmal alles vom Popsch, sage ich jetzt einmal. Und ja, dann kommt es eigentlich darauf an, dass man einfach alles ein bisschen deutet und schaut, wie sind die Streckenbedingungen, wie stark regnet es wirklich. Da ist es manchmal hilfreich, gar nicht den Scheibenwischer einzuschalten, dass man wirklich sieht, wie viel Regen jetzt eigentlich fällt. Und dann kann man das eigentlich recht gut einschätzen, wie und wo es jetzt rutschig ist und wo man ans Limit gehen kann. Und dann ging es los ins Rennen hinein. Wir wollen uns noch mal ein paar Bilder anschauen. Wir wollen ja nicht nur über das Rennen reden. Ich habe mich heute auch schon einmal richtig durchgeduscht, sondern wir wollen natürlich auch mal ein bisschen ins Rennen hineinschauen. Können wir den Start uns doch mal, also sind wir jetzt hier schon hinten raus, diesen intensiven Kampf, den du da geführt hast. Norbert, das war nach dem Boxenstopp gegen Jackson Evans, der euch am Ende dann aufs Podium gespult hat, vorbei am Porsche, der lange auf zwei unterwegs war. Wie ist das aus der Box rauskommen und da gleich einen der ganz guten Porsche-Werksfahrer niederzuringen? Ja, war natürlich... Turn 3 habe ich probiert, außenrum zu fahren und dann innen reinzustechen. Dann sind wir am Berg hoch gemeinsam gefahren, nebeneinander. Ja, ich war dann die letzte links, war ich dann vorne. Ja, natürlich ist es toll, mit den ganzen Leuten hier zu kämpfen. Natürlich macht es Spaß. Auto auf den Bodenwellen da unterwegs. Ich meine, da versetzt das Auto mal einen Meter. Merkst du das im Auto oder sieht das von außen spektakulärer aus, als es am Ende dann drin im Auto ist? Na, das ist so ein bisschen rumcruisen. Na, das merkt man eigentlich überhaupt nicht im Auto. Na, schon natürlich darauf. Berghoch, das macht immer Spaß. Speziell im Regen, würde ich sagen, ist da extrem schwierig da hoch. Auch im Trockenen sitzt man auf, Auto springt. Aber es ist natürlich eine tolle Strecke und es macht immer Spaß, hier zu fahren. Spaß hier zu fahren und natürlich, wenn man dann am Ende auf dem Podium landet. Simon, GT Masters, die Liga der Supersportwagen, internationale deutsche GT-Meisterschaft. Ich meine, das ist schon die Creme de la Creme im GT-Sport. Wie groß war die Genugtuung, dann heute auf dem Podium zu stehen? Ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir müssen schauen, wo wir herkommen. Wir haben das Team dieses Jahr ganz neu gemacht und wir waren eigentlich nicht auf Testfahrten unterwegs oder so, weil wir mit den ganzen anderen Vorbereitungen so eingespannt waren. Und wir sind nach Sandfahrt gekommen. Wir haben gewusst, unser Renningenieur hat sich viele Gedanken gemacht. Wir sind so gut es geht vorbereitet gewesen und wir sind eigentlich schon mit einem Top-Setup eigentlich ins erste freie Training gestartet. Und ja, da muss man sagen, vom Auto her und von der Balance war alles super und wenn man dann schaut, wie wir uns reingehängt haben, wie wir gearbeitet haben, jeder hat mitgemacht, jeder hat geholfen, das ganze Team hat sich richtig reingehängt und da muss ich echt sagen, das war wirklich ja, eine große Erleichterung jetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Norbert, erhöht den Druck auf deinen Schultern? Du bist ja durchaus der erfahrenere der beiden Piloten. Simon hat viel gelernt aus deiner Zeit natürlich. Erhöht den Druck für dich morgen, für deine Qualifikation morgen früh und die erste Hälfte des Rennens, die du dann zu verantworten hast? Ja, auf alle Fälle. Druck hat man ja immer hier. Also. Aber ich sage mal, heute sind wir schon mal Dritter geworden, da ist einmal schon der Druck weggefahren. Ist auf der Habenseite. Genau, nimmt euch keiner mehr weg. Ganz genau. Protestfrist ist abgelaufen, alle Sportstrafen sind ausgesprochen. Ganz genau. Na, morgen auf alle Fälle Ziel. Ich sage mal, unter die ersten 8 reinzukommen im Qualifying und dann morgen wieder ein gutes Rennen zu fahren. Und wenn es geht, wieder irgendwie Top 6 wäre schon das Ziel. Top 6. Startplatz 6 war heute die Ausgangsbasis für East Talent Racing Team. Und am Ende war es der erste Podiumserfolg für Simon Reicher. Norbert, du standst schon mal auf dem Podium im ADAC GT Masters, aber liegt auch ein Stück zurück. Ne? Ich kann mich noch an ein starkes Rennen am Red Bull, also wollen wir gar nicht, aber müssten wir schon fast die Jahrtausendwende nochmal zurückblättern. Soweit nicht, aber schön, dass es am Ende ein tolles Ergebnis wurde und schön, dass ihr vorbeigeschaut habt bei Pearson Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk. Wir drücken die Daumen für morgen und wir sind gespannt, was da noch kommt. Danke. Norbert, Simon, vielen Dank für eure Zeit. Und wir wechseln hier einmal munter durch und wollen ja, uns auf dem Podium nach oben klettern. Eigentlich haben wir ja immer so ein bisschen querbeet gemischt. Aber ich glaube, es ist schön, wenn wir... Ja, ihr könnt schon langsam näher kommen und euch Platz nehmen. Ist gar kein Problem. Wenn nämlich heute viele Menschen auf dem Podium standen, die zwar alle schon mal irgendwo da waren oder einige, aber nie so diese Routine sich einschleicht. Wir freuen uns, die Zweitplatzierten begrüßen zu dürfen von Rotronic Racing, Kim-Louis Schramm und Dennis Marshall. Willkommen. Hi, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass ihr kommt. Auch bei euch natürlich die Frage, Platz 8, ihr seid noch ein bisschen weiter nach vorne gefahren. Gutes Rennen gehabt mit der richtigen Strategie heute. Boxenstopp war, glaube ich, die ganz, ganz entscheidende Szene im Rennen. Was war da so entscheidend? Lange gewartet, früh reingekommen, wie war euer Weg?
Nein, also wir haben versucht, am Anfang vom Rennen eigentlich einen ziemlich hohen Luftdruck zu wählen, weil wir wussten, dass es, ja, es ist nass. Heißt, vor allem auf einer Strecke wie Zandvoort, wo man sowieso nicht überholen kann, wollten wir am Anfang die Plätze gut machen. Heißt, wir haben im Luftdruck komplett überschossen. Somit sind wir auch früh gepittet, um den Luftdruck abzulassen. Und ja, haben zwei Positionen gut gemacht. Wenn wir ehrlich sind, wir haben keinen besonderen Pitstop gemacht. Die anderen waren irgendwie langsamer. Keine Ahnung. Der hohe Luftdruck, Kimi, musst du da in der Einführungsrunde, ich meine, du fährst ja dann auch irgendwann an Jan Marszałkowski vorbei, irgendwie feststellen, ich muss was anderes machen, ich muss was besser machen. Was schoss dir durch den Kopf, als du Marszałkowski da in der Leitbank hast stehen sehen? Ja gut, zum ersten Start hin war natürlich die Strecke noch um einiges nasser als nach der roten Flagge. Nach der roten Flagge war die Strecke, war es nochmal 10, 15 Minuten später und die Strecke war um einiges mehr abgetrocknet. Das half natürlich extrem, um die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Reifen waren dann auf Temperatur dennoch schwierig. Wer entscheidet denn Regenreifen oder Slicks jetzt in dem Fall bei dir für diesen ersten Startversuch? Wenn wir ehrlich sind, hätte ich ganz zu Beginn auf Regenreifen gewechselt. Dann kam Fabian aber zu uns und hat gesagt, definitiv Slicks, weil von hinten kam es hell und es war kein Regen mehr gemeldet. Aber es war auch frühst kein Regen gemeldet und am Ende war es trotzdem nass oder kam der Regen im Qualifying. Von daher, ich glaube, heute konnte niemand auch einen Wetterbericht mehr trauen. Lass uns noch mal ein paar Bilder mitnehmen aus dieser Phase des Rennens, die dann nach dem Boxenstopp war. Dennis, das war deine Zeit. Es sah so ein bisschen danach aus, als könnte man nach vorne nicht wirklich was ausrichten. Konsta Lapalainen, der übernommen hat von Mick Wieshofer, die sehen wir auch noch gleich, ist zwar die Lücke ein bisschen kleiner geworden, aber es wirkte fast so, als wäre Norbert Siedler so ein bisschen am Drücken. Wie erlebst du das dann im Auto, wenn du merkst, der Abstand wird kleiner, Luftdruck passt, aber irgendwas muss ich ändern, damit ich irgendwie den hinter mir halte? Ja, ich muss sagen, bei mir das Szene war irgendwie so kein Fisch und kein Fleisch. Ich wusste nicht, ob ich attackieren sollte, muss ich nach hinten gucken. Ich meine, ich habe gesehen, dass der Norbert ein bisschen schneller war. Ich glaube, der hatte über den Stint gesehen ein bisschen mehr Pace gehabt, aber jetzt nicht so viel, dass er wirklich attackieren konnte. Also von daher waren wir nach hinten recht safe. Habe den Gap nach vorne gesehen, 8 Sekunden, 9 Sekunden. Du fährst da deinen Stiefel runter, sage ich jetzt mal, sparst die Reifen, weil ich meine, wir haben gesehen, dass die Strecke extrem anspruchsvoll ist für die Reifen. Auf einmal siehst du, du kommst jede Runde halbe Sekunde, 6 Zehntel teilweise an und ich so, wird das noch was? Ja, und du fängst an, mittendrin zu pushen. Und hoffst, ja, dass es vielleicht auch noch reicht. Am Ende war es eine relativ knappe Geschichte. Sagt man dann im Nachgang, okay, ich hätte früher anfangen müssen zu pushen oder hätte das der Reifen nicht mitgemacht? Ja, das weißt du im Nachhinein natürlich nicht. Jetzt im Nachhinein sage ich, ich hätte schon vielleicht gerne am Anfang ein bisschen mehr gepusht, ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Vor allem, weil ich in den ersten paar Routen auch wirklich von den Curbs weggeblieben bin. Aber du, im Endeffekt kann das auch vielleicht den Unterschied gemacht haben, dass wir das Rennen beendet haben. Also das Risiko ist leider am dieses Wochenende extrem hoch mit Reifenschäden und da musst du froh sein, dass du ins Ziel kommst und dass wir den zweiten Platz mitnehmen konnten. Die neue Strecke in Zandvoort, nimmt uns da nochmal mit. Mit den Veränderungen, die wir im letzten Jahr zum ersten Mal erlebt haben, aber jetzt so ein bisschen mit Routine natürlich angehen, gerade Kurve 3, die schon auch Platz lässt für unterschiedliche Linien. Gab es in der Anfangsphase ja noch eine Kollision, wo Fabian Schiller leider rausgerutscht ist. Ist die Strecke nach wie vor so anspruchsvoll, wie wir sie uns wünschen, eine Fahrerstrecke, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit bietet, wo man überholen kann, was ja in Zandvoort immer irgendwie schwierig ist? Ich würde sagen, trotzdem weiterhin, Zandvoort ist eine anspruchsvolle Strecke. Ich würde sagen, zwei, drei Kurven, die sind nicht mehr ganz so schlimm. Letzte Kurve hier auf Stadtziel, die war früher... Da ist der Anspruch weg, ne? Ja, da ist der Anspruch weg. Das ist, ich weiß gar nicht, im Regen wahrscheinlich auch Vollgas, gehe ich mal davon aus. Also bisher 2017, 2018, vor dem Umbau, war das gerade so, wo man es nicht Vollgas fahren konnte. Da gab es schon mal den einen oder anderen bösen Unfall. Auch im Mittelsektor Kurve hier, letzte Kurve. Ich habe auch ein Schlüsselbein da geopfert. Da oben im Seat Cup war das, da bist du auch mitgefahren, ne? Gegen deinen Vater bin ich da gefahren. Eieiei. Das ist ja zu lange her. So alt bin ich schon. Ja. Können wir auch noch gleich bei YouTube uns anschauen. Vielleicht findest du was. Genau, Kurve 8 nach der Scheffler-Kurve. Hast auch ein bisschen mehr Auslaufzone. Früher, wenn du da einen Reifen ins Gras gesetzt hast, warst du weg. Und von daher ist das... trotzdem weiterhin anspruchsvoll, aber nicht mehr ganz so. Kimi, ADAC GT Masters ist ja auch für dich, Formel 4 ist heute am Wochenende mit dabei. Da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt, wie du mit so einem halben Meter der Helm guckte aus dem Cockpit raus, deine ersten Meter gemacht hast. Hast auch jetzt schon eine relativ niedrige Inventarnummer. Was macht's aus, hier
im ADAC GT Masters zu starten und was ist es für ein Gefühl, dann am Ende von so einem Rennen auf dem Podium zu stehen? Da musst du uns mal mitnehmen, da musst du uns mal teilhaben lassen an der Motivation, an der Begeisterung hier mit so einem GT3-Auto Zandvoort zu erobern. Ja, ist natürlich schon cool, also was du an Strecken fährst, was du für eine extreme Leistungsdichte hast, haben wir auch gestern wieder gesehen. Ich glaube, das ganze Feld in 6 Zehnteln, da muss schon alles perfekt getroffen werden. Und wenn du nur eine Kurve nicht triffst, 1 Zehntel liegen lässt, dann kannst du schon 4, 5 Positionen ausmachen in so einem engen Qualifying. Und das macht es natürlich extrem cool oder das macht halt Spaß. Du willst unbedingt erfolgreich sein und musst aber halt auch alles perfekt treffen. Und heute war ein ganz guter Tag. Es wäre, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr im Qualifying drin gewesen. Leider kam der Regen. Aber dafür hatten wir dann im Rennen Glück und da hat es uns ein bisschen geholfen und nach vorne gespült. An so Tagen wie heute fällt es natürlich leicht, über das zu reden, was es ausmacht. Wie meistert man denn einen Tag, wo alles schief geht, wo man vielleicht auch im Kiesbett landet, wo es nicht so läuft? Wo nimmt man dann die Motivation her, am nächsten Tag wieder alles zu geben? Ja, ist natürlich schon doof dann, wenn du früh irgendwo in den Top 5 stehst und aber am Ende des Tages mit 0 Punkten nach Hause fährst. Da bist du erstmal ein bisschen niedergeschmettert, hast eigentlich gar keinen Bock mehr und dann ja, probierst du dich wieder zu motivieren und am nächsten Morgen wieder neu anzutreten und alles zu geben. Die Motivation morgen für Dennis Marshall heißt Pole Position. Ich meine, 5 Pole Position auf deiner Habenseite? Ich bin mir nicht sicher, aber 3. Also ich kann mich, ja doch 3, stimmt, 3 müssten es sein. Aber die erste Reihe war es mal, ein paar Mal hintereinander. Ja, aber Zandvoort Pole wäre auch nochmal was, oder? Habe ich bisher noch nicht gehabt. In ja, keiner Rennserie, die ich bisher gefahren bin, hatte ich bisher eine Pole in Zandvoort. Wäre was, aber ja, ich meine, das ist, wie Kimi gesagt hat, das ist alles so eng, wenn du die Liste an Fahrern durchgehst in der GT Masters. Ich meine, natürlich schade, dass wir jetzt vielleicht nicht ganz so viele Autos haben, aber die Leistungsdichte ist weiterhin da. Die Qualität ist, ja, auch wenn die Fall. Quantität nicht ganz passt, aber auch da, ich meine, da wurde ja viel diskutiert, ne? Die DTM ist stark geworden, ADAC GT Masters hat ein paar Abgänge, klar, aber wenn ich mir so die Stimmung anhöre, was in Imola los war, weiß ich jetzt schon, dass einige, die weggewandert sind, auch wiederkommen werden. Das ist in den 11, 12 Jahren, in denen ich hier unterwegs bin, auch immer mal wieder gewesen. Überall anders ist das Gras mal zwischenzeitlich grüner. Aber am Ende stellen sie fest, dass der Sport, der hier geliefert wird, schon auch ein hohes Maß hat. Wir haben tolle Zuschauerzahlen dieses Jahr gehabt. Ich meine, das ist ja auch für euch ein Erlebnis gewesen, in Oschersleben vor fast 30.000 Zuschauern zu fahren. Am Red Bull Ring war volles Haus. Selbst hier mit wirklich miesem Wetter zwischendrin. Die Tribünen und die Dünen waren voll. Das macht Bock. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt Bock, euch zu verabschieden. Also nicht, weil das irgendwie Danke. Nicht lustig war, nicht ein bisschen quatschen konnten, sondern weil wir natürlich auch noch unsere Sieger haben und den wollen wir auch noch einen Moment geben. Vielen Dank, Dennis Dankeschön. Marshall. Vielen Dank, Kim-Louis Schramm, die Zweitplatzierten heute im Rennen für die Rotronic Racing Mannschaft. Ja, und wie es ist, das erste Mal zu gewinnen, das wollen wir gleich die Jungs fragen, die Platz nehmen werden. Also der eine, der hat schon mal gewonnen. Der macht das jetzt zum zweiten Mal mit. Aber der andere, der steht zum ersten Mal, der stand heute zum ersten Mal ganz oben auf dem Podium. Schönen guten Abend, unsere Laufsieger, Konsta Lapalainen und Mick Wieshofer. Welcome to the show, guys. Take a seat. Ach, guck mal, der bringt sogar den Pokal noch mit, an dem du dich vorhin auch noch richtig verletzt hast, lieber Mick, oder? Also Finger, das ist eine richtig scharfe Kante. Finger aufgerissen nach der Siegerehrung, habe ich gesehen, oder? Ja, nach dem Gesamtpodium war ich ein bisschen zu euphoriert. Und haben wir da beim Daumen ein bisschen was eingeschnitten, aber alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Konsta, how does it feel to be a GT Masters race winner? For sure. The feeling is amazing, you know. I think tomorrow morning, I know after the weekend, we can just realize what we did and what we achieved. It's gonna be a great memory. If you just rank it inside your racing career, 1 is more or less okay and 10 is the best you have ever received. Just rank the race today. Even if it was boring for you, I mean, racing alone, for sure it's nice to be a winner, but competition is a big part of being emotional and a successful racing driver. Yeah, for sure. It's not my like favorite stint, but for sure it's one of the greatest races we will make, and the great memory will stay forever, I guess. So I think it's from 0 to 10, I think it's 9 plus.
9 plus, okay. So still place for improvement, and that's what racing drivers are about. For sure, winning is great, it's successful, but there's always place for improvement. It's called, when you look at the timing sheet, it's called ideal lap time, you know, that is always all sectors fit together and stuff like that. Mick, die Ausgangsbasis für diesen erfolgreichen Renntag, dein zweiter Karrieresieg im ADAC GT Masters, war die Qualifikation heute Morgen. Wer hat euch die Wettervorhersage gemacht, um das nochmal klarzustellen? Wetter war wechselhaft, war eigentlich nicht so richtig Regen vorhergesagt, aber auf einmal nach der Hälfte der Qualifikationszeit von 20 Minuten regnet es und Zeitverbesserung war nicht möglich. Wer war dein Wetterfrosch heute Morgen? Also im Moment, wo ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich gleich über den Funk bekommen, dass wir gleich am Anfang rausgehen. Ja, war auch ein bisschen ein Lucky Shot, sage ich jetzt mal. Ja. Wir wollten eigentlich, also meine erste Push-Runde, da war der Reifen noch nicht ganz da, wo wir eigentlich erwartet hätten, dass da die Laptime kommt. Hab dann aber nochmal abbrochen und die Runde danach war die Pole-Runde, wo ich allerdings in der letzten Kurve schon ein paar Regentropfen auf der Windschutzscheibe hatte. Also das war echt last minute. Ja. Und wie man auch gesehen hat, danach ging bei niemandem mehr was. Ja. Und ja, war bisschen Glück, aber sagen wir, muss man auch mal dann im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Naja, es ist ja nicht nur das Glück. Ich meine, wir haben dieses Jahr schon gesehen, Oschersleben, der Saisonauftakt war wahnsinnig stark, wo ums Podium gefightet wurde von euch. Da gab es noch eine Strafe, bisschen hart angelehnt. Das musstest du heute nicht, ne? Wir gucken mal rein in diesen Start hinein oder nimmst du uns doch mal mit, als du klar wusstest, ich fahre mit Slicks, Regenreifen für Matt Panda und SKL Perez Compact. Nimm uns mal mit, wie war das? Also ich wusste ja, dass am Mercedes, dass die Regenreifen drauf hatten. Ist natürlich immer schwierig, als Erster in die erste Kurve reinzugehen, überhaupt bei den Bedingungen, weil du, wenn du auf die Bremse gehst, halt einfach nicht weißt, okay, bremst du das Auto jetzt? Ja, du kannst der erste Depp oder der erste Sieger genau, ja, sein, richtig, ne? Richtig, ja. Und deswegen war ich halt sehr konservativ, was man dann noch sieht. Ich verliere leider den Platz an den Mercedes. Was für mich aber, ich hätte mit ihm kämpfen können, aber dann hätte ich das Risiko gehabt, dass ich da, wie du sagst, wie ein Volldepp im Kies stehe. Ja. Und wir wussten, dass er irgendwann einbrechen wird mit den Regenreifen. Da kommt uns natürlich auch die Red Flag zugute, wo die Strecke dann einfach noch auftrocknete und natürlich dann für den Slicks ein Vorteil war. Ja. Du hast es ja gar nicht mitbekommen, warum ihr diese rote Flagge hattet, oder? Wer hat dir das gesagt oder wie hast du es erfahren? Also ich war voll konzentriert, da irgendwie Temperatur in das System, also ins Fahrzeug und Reifenbremse und so weiter reinzubekommen. Und ich glaube, bin dann am Weg zu Turn 2 oder Turn 3 habe ich da mal, oder nach Turn 3 habe ich Spiegel da mal geschaut und in Spiegel da war geschaut nichts und es war mehr einfach da. Niemand mehr da. Ja, dann auch, okay, was habe ich irgendwas falsch gemacht oder wo sind alle? Man zweifelt ja, erstmal an sich selber, oder? Also es war echt, du schaust einfach in den Spiegel, ja, und denkst, okay, da sind jetzt 20 Autos hinter dir, ja, aber auf einmal ist niemand mehr da. Ja. Da habe ich erstmal reingefunkt, was eigentlich los ist, ja, und dann habe ich halt von meinem Ingenieur reingefunkt bekommen, dass der Mercedes einplankt ist. Ja, wie gesagt, war leider für einen Jan, aber für uns, glaube ich, auf jeden Fall ein Vorteil mit Slick. Hätte aber jedem passieren können, oder? Also das ist ja schon, wir haben ihn ja am Anfang gehört, ist so vielen passiert, wir haben Alain Prost gesehen, der Professor, der 91 mal so eine Nummer gerissen hat. Okay, es war schon sehr tricky. Also ich bin normalerweise immer sehr relaxed und cool, aber da ging sogar mir ein bisschen. Diese Rotphase hat für euch den Rennstart deutlich erleichtert, oder? Kann man das so sagen? Also ohne der Red Flag wären die ersten Runden richtig hart gewesen. Also es war eigentlich nach dem Restart eigentlich nur noch Turn 1 in der Bremsphase nass. Der Rest von Sektor 2, 3 war eigentlich alles schon so gut wie trocken. Also kam uns auf jeden Fall zugute. Ja. Dann geht es hier oben die Runden. Du hast sukzessive deinen Vorsprung ausbauen können. Du hast schon mal vorhin gesagt, ihr wusstet, dass ihr eine gute Race-Pace habt, aber dass ihr so wegfahren konntet, das waren am Ende 8 Sekunden Vorsprung, als das Boxenshop-Fenster aufging. Passt der Lamborghini besonders zur Strecke? Euer Teamkollege Frank Pereira, der war schon stark im freien Training und hat gezeigt, dass man mit Emil Frey Racing, dass man mit dem Huracan rechnen muss. Aber dass es so stark ist, war für mich schon eine Überraschung. Ja, also wir sind gestern verschiedene Programme gefahren auf jedem Fahrzeug und haben uns dann halt gestern am Abend entschieden, was am besten funktioniert.
Wie du sagst, wir wussten, dass wir eine gute Race-Pace hatten, dass sie so gut war, ja, war auch für uns erstaunlich. Aber ja, also beschweren tun wir uns jetzt sicherlich nicht. Ja. Consta, after somebody asks you, please put on the helmet, the car is coming to the pit stop. How was the emotional moment for you? We see the pit stop, jumping into the car, knowing that there's a quite successful gap leading the race. Just talk us a bit through when the lollipop man just opened the window and just let you exit the pits. So for sure, we didn't take any necessary risks, so we did really calm the pit stop and especially the exit, because you need to be in on the time, don't be lower the time what is necessary. So we didn't take any risk, and I think the pit stop went quite well. Maybe we lose a few tenths, but the gap was so big, so we had a chance to take it easy. In the race itself, then, in your stint, I mean, you just talk us through 8 seconds was the gap receiving the car. But in the end, when you realized that the competitors just closing the gap lap by lap, was it all under control, or is there a certain point where you start to get nervous and say, shit, we have still 15 minutes to go and the guys are closing up? Actually, when it was 15 minutes to go, I was thinking they are already way more closer than I was waiting when they come, but for sure there was some speed in the pocket if we need to increase the speed, but everybody, the engineer said to me, okay, the speed is great, they are not catching too much to us, and it's gonna be fine. So I didn't push 100% because it was not a necessary thing to do, so everything was more or less in under control, so pretty happy. The biggest risk in a situation like that, I mean, I always remember Ayrton Senna leading Monaco Grand Prix. I mean, it's long before you were even born. But then in the end, didn't win by just losing concentration. And it's so quick. I mean, we have the gravel beds. There's no runoff area anymore here. Not much. But there are still always some points. How to really find the breaking point lap by lap for the chicane and start or finish. I mean, you're approaching by 50 kilometers per hour and just have to turn in at, I don't know, 70 kph. That's quite a long braking distance. How do you manage all that with nobody behind, with leading? Suddenly the emotion starts to grow up by coming closer to the end and think about the first win overall. Yeah, for sure. Every lap is a different one, and you try to be consistent as possible and just break every time at the same point, and then just turn in and exit of the car, make the good exit of the corner. So for me, it's just all about managing that in the race for this time. Let's have some pictures from the prize giving. I mean, start with the end of the race. We see the Rotronic racing cars coming closer. Finally, turn in and then go for the banking for the victory lane. Just talk us through that. Yeah, just the exit at last corners in the last laps. I think really careful with everything curbs. We don't want to have a puncture. And then when I exited the last corner, my engineer just said that no, keep it flat. Keep it flat until the checkered flag is out, and we should win the race. And then for sure, it was a special moment to cross the finish line, and then thank you, the engineer and the team, you know, accomplished what we had now. Then it's great day. I mean, the whole Emil Frey operation coming to GT Masters, three cars in the lineup. I mean, some of the best GT drivers as your teammates, Costa Balboa, Jack Aitken, I mean, a Formula One driver, and then it's you receiving the podium and the victory today. Yeah, for sure, the level is super, super high here in the championship, but I think it's showing us great things what we can do with the team. You know, the team is pushing always and we are trying our best, so I think we got the equal chance to be in the top spot like today. Guys, thank you for that moment, Mick. Morgen muss Consta jetzt liefern. Was gibst du ihm mit auf den Weg? Was ist jetzt so der Trick, da morgen abzuliefern? Wir wissen, dass seine Qualifyings bis dato nicht ganz so gut waren, aber vielleicht hier in Zandvoort mit dem Sieg jetzt die richtige Chance abzuliefern, oder? Ja, beflügelt auf jeden Fall auch das ganze Team. Die Jungs arbeiten da Tag und Nacht für uns, damit wir da im Kreis fahren können. Ja.
und da versucht man natürlich auch was zurückzugeben. Ja. Und das kann man natürlich so am besten. Und nach dem Rennen geht es für uns aber eigentlich wieder weiter, wie du gesagt hast, die Vorbereitung für den Konster, fürs Qualifying für morgen. Und damit das auch funktioniert, damit wir Punkte machen für die Juniormeisterschaft speziell, da sind wir jetzt auf Platz 2 gerutscht mit dem guten Ergebnis von heute. Und da wollen wir auf jeden Fall weiter anschließen, konstant Punkte machen und dann hoffentlich gibt es ein Happy End. Gibt es ein Happy End. Kurz mal die Frage in der Regie. Mats Nummer 11, können wir die noch mal ganz kurz zeigen? Mats 11, kriegst du das hin, liebe Regie? Weil dann würden wir uns gerne damit verabschieden. Konsta, don't do that tomorrow in qualifying or on the race. Don't drive the Lamborghini through the gravel bed or something like that. Das war im Übrigen Costa Balboa, der nach Strafe und allem versucht hat, sich wieder nach vorne zu bringen. You can promise that? You don't catch the gravel tomorrow? For sure, I can promise that that's not the best thing to do, but we will see. We're always pushing, so we can make mistakes, but we hope we're not doing. Guys, enjoy the rest of the evening. Take your trophy, the first place trophy for today's race. And ja, wir wollen uns verabschieden. PS On Air, der Ravenol ADAC GT Masters Talk. Ja, Sendung 49 ist in den Büchern und wir haben jetzt ein bisschen Pause bis zum Nürburgring. Die 50. Sendung, da freuen wir uns, da wird der Grill richtig glühen. Und auch die Anreise, da haben wir uns was ganz Tolles vor überlegt. Freuen wir uns drauf, ihr seid alle herzlich eingeladen, zu Gast zu sein am Nürburgring, dabei zu sein, die Fans immer wieder gerne eingeladen. Sage ich vielen Dank, unsere Laufsieger, Konsta Lapalein und Mick Wieshofer, ja, für Emil Frey Racing, die Lamborghini-Mannschaft. Ja, das soll es gewesen sein. Anständig bleiben, morgen wieder einschalten, wenn in Zandvoort anständig geraced wird. Und schönen Abend, bis morgen. Thank you.